und somit lohnt sich durchaus ein Rückblick auf diese schwarz-grüne Bundesregierung zu werfen. Und dieser Blick ist, gelinde gesagt, wirklich desaströs. Das sagen die nackten Zahlen und wir alle wissen, Zahlen lügen nicht. Ich werde jetzt nur drei kurz nennen. Erstens, diese Bundesregierung hat uns eine Rekordteuerung beschert. Von 2019 bis 2023 mussten die Menschen in diesem Land 22% Inflation erdulden und finanzieren. Das ist ein trauriger Spitzenwert in ganz Westeuropa, noch immer. Und besonders tragisch hat sich diese Teuerung vor allem bei den Lebensmitteln des täglichen Bedarfs niedergeschlagen. Also wenn wir nur zwei Beispiele nennen, die Nudeln sind jetzt in Zeit dieser Bundesregierung um 90% teurer als vorher. Beim Erdäpfel, wenn wir uns da die Preise anschauen, sind das über 100%, die jetzt teurer sind als 2019. Wir zahlen mittlerweile in Österreich 1000 Euro mehr pro Haushalt für Lebensmittel als in Deutschland. Eine zweite Zahl, diese Bundesregierung hat die Bevölkerung tatsächlich ärmer gemacht. Das Bruttoinlandsprodukt ist pro Kopf ist um 2,4% geschrumpft. Im Schnitt, wenn wir uns das ausrechnen, ist somit jede Person in Österreich heute um 1300 Euro ärmer als zu Beginn der schwarz-grünen Bundesregierung. Und das ist im Übrigen, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch das erste Mal seit 1945, dass das in einer Legislaturperiode passiert, dass tatsächlich am Ende einer Regierungszeit weniger Wohlstand da ist für die Bevölkerung als zu Beginn. Und wieder, das ist der schlechteste Wert in ganz Westeuropa. Und eine dritte Zahl, diese Bundesregierung hinterlässt uns einen Schuldenberg. Laut Fiskalrat und aber auch EU-Kommission droht gibt es ein Budgetloch und droht somit ein Sparpaket in der Höhe von 10 Milliarden Euro. Zusammengefasst, glaube ich, sprechen diese Zahlen wirklich für sich. Wir haben noch nie eine Bundesregierung gehabt, die so viel Geld ausgegeben hat und damit so wenig erreicht hat. Wir haben auf der einen Seite Rekordausgaben und ein Rekorddefizit, auf der anderen Seite schrumpft die Wirtschaftsleistung, Wirtschaft stagniert und auch die Arbeitslosigkeit steigt. Also nur um diese Zahlen mal wirken zu lassen, Teuerung plus 22%, Wohlstand minus 2,4% beim BIP pro Kopf und 10 Milliarden Euro steigende Schulden, von denen wir hier tatsächlich sprechen. Das ist die Bilanz der schwarz-grünen Bundesregierung. Und geht das schnell? Dankeschön. Und der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts, Felbermayr, spricht wortwörtlich von 6 verlorenen Jahren. Das sagt also nicht die SPÖ, das sagt ein Wirtschaftsforscher. Und dieses Desaster ist bei weitem nicht vom Himmel gefallen. Diese Regierung hat im vollen Wissen, dass es auch alternative Möglichkeiten gegeben hätte, die SPÖ hat viele vorgeschlagen, ihren Weg durchgezogen. Schwarz-Grün hat beispielsweise mit der KOFAG einen Bankomaten für Konzerne geschafft, im Übrigen unrechtmäßig. Auch an der Verfassung vorbei wurden hier Milliarden wirklich umverteilt, Steuergeld, das rein in Übergewinne bei den Konzernen dann gelandet ist. Wir haben gefordert, das Geld zurückzuholen. Das ist nicht passiert. Ein anderes Beispiel, Schwarz-Grün hat die damals noch zwischen Schwarz-Blau ausgepackelte Senkung der Gewinnsteuer durchgedrückt. Das kostet uns circa 1 Milliarde Euro im Jahr. Wenn wir die nicht zurücknehmen, dann sprechen wir in der kommenden Legislaturperiode nochmals von 5 Milliarden Euro. Die SPÖ hat gefordert, das zurückzunehmen. Das ist nicht passiert. Schwarz-Grün hat sich auch in der Teuerungskrise geweigert, endlich in die Preise einzugreifen, Markteingriffe durchzuführen. Wir haben immer davor gewarnt, dass das zu einer hohen Inflation führen wird. Genau das ist passiert. Die Regierung hat hier mit Einmalzahlungen weiterhin das Staatsdefizit in die Höhe getrieben. Was nun also dank ÖVP und Grünen über uns schwebt, ist wirklich ein Damoklesschwert-Sparpaket. Oder, wie es der Fiskalratspräsident Christoph Bartelt formuliert, nach der Nationalratswahl wird Schluss mit lustig sein. Denn die EU-Kommission, ich habe es schon angesprochen, errechnet einen Bedarf von 2 Milliarden Euro an Kürzungen, damit Österreich die Schuldenregeln der Kommission überhaupt noch einhalten kann. Österreich steht somit vor einem Scheideweg. Entweder ein gerechter Weg zu einem ausgeglichenen Budget mit der SPÖ oder ein Kahlschlag im Sozialstaat mit Schwarz-Blau.